Der Ted Epstein hat ab und zu auch schon mit dem Zorn zusammengearbeitet, weil der Ted Epstein hat nämlich einen Eindruck, Michel Händler, handelt sich um die Gruppe Slan mit dem John Zorn, der Altsaxophon spielt und zwischen auch noch seine Stimme braucht. Wie werdet ihr den gerade hören im Mikrofon? Er wird unterstützt in seiner Gruppe von Elliot Sharp, der eine elektrische Doppelgitarre spielt und manchmal auch noch Blasinstrument braucht, Bassklarinett, verschiedene Saxophone. Was er heute genau brauchen wird, konnte ich noch nicht herausfinden. Und bei ihnen ist weiter dabei der Schlagzeuger Ted Epstein. Der Ted Epstein hat ab und zu auch schon mit dem Zorn zusammengearbeitet, weil der Ted Epstein hat nämlich eine eigene Gruppe in New York, die einen äußerst geschmacksvollen Namen hat. Der Titel von dieser Gruppe ist Blind Idiot God. Also Blinde Idiot God. Und wie die Musik tönt, könnt ihr jetzt selber gerade hören. Es ist eine Musik, die gewisse Leute würden mit Noise Music bezeichnen. Hier jetzt also live von der Bühne zu Willisau der John Zorn, Elliot Sharp und Ted Epstein. Yeah!
Yeah.
hit single from our first album, Slang.
Slan. Das ist Trio Slan, der John Zorn, Altsax, glaube zum Teil auch Sopransax und Stimme, der Elliot Sharp, elektrische Gitarre und der Ted Epstein, Schlagzeug. Slan, die Gruppe, ist neu. Nicht ganz neu ist, was sie spielen. Ich glaube, es ist ganz klar geworden, dass die drei Musiker provozieren wollen. Die Lautstärke hier im Saal ist so laut, zu Willisau, dass sie gehörschädigend ist. Und der ganze Gestus von dieser Musik ist natürlich aggressiv auf Gewaltdarstellung gerichtet. Ob sie die Gewalt will wirklich anklagen, die Gewalt, die eben existiert auf dieser Welt und möglicherweise ganz besonders in den Lebensverhältnissen, wo die Musiker herkommen in New York, ob das die Gewalt nur darstellen und anklagen oder ob sie mit der Zeit nicht auch verherrlichen, das ist eine grosse Diskussion, die ja in den USA